Hey Leute, hi, es ist wieder Sonntag und das heißt wieder Tutorial-Tag. Heute leider, wie so oft in Deutschland, ein verregneter und bewölkter Tag. Das heißt, wir können nicht nach draußen, können keine tollen Bilder machen. Stimmt nicht ganz, wir können doch tolle Bilder machen, nämlich zu Hause. Und das ist das Thema, worum es heute geht. Wir machen Arrayable Light zu Hause. Und ich zeige euch heute ein paar Tricks, wie ihr kreativ und mit guten Ideen zu Hause bei euch tolle Bilder machen könnt mit dem, was sowieso schon vorhanden ist. Wir werden heute ein bisschen mit Fensterlicht arbeiten und allein mit Fenstern, denn das gibt eine schöne Spiegelung. Was das ist, das zeige ich euch gleich. Wir können Blumen zum Beispiel benutzen oder Gardinen und Vorhänge, hinter denen wir uns verstecken können, beziehungsweise hinter denen man ein Model stellen kann. Man kann da durchfotografieren, man kann das als Accessoire benutzen, man kann das als Störung nutzen, die in Bildern vorhanden ist. Man kann sehr viele Dinge machen und heute mal so ein kleines bisschen was darüber, was eigentlich jeder zu Hause haben sollte. Sei mal rund in der Höhle. Und wir sprechen hier heute von Fenstern. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes Licht, das durch Fenstern halt durchkommt. Fenster, die schlank sind, ziehen eine sehr schöne Lichtbahn. Sie geben einen sehr schönen Glanz auf die Haut ab. Sie werfen ein schönes Streiflicht über die Haut, überhaupt an dem Körper entlang, je nachdem, auf welche Körperseite sie trifft. Und dieses Licht kann man ziemlich gut nutzen. Wir können mit diesem Licht halt arbeiten und wir müssen nur ein bisschen sehen und gucken, woher kommt das Licht und welchen Verlauf nimmt es. Das hört sich erstmal ein bisschen kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir haben natürlich nur da Licht, wo natürlich ein Fenster ist. Ja? Und dieses Licht kommt einfach so rein und geht von oben nach unten herab. Und da können wir gucken, wenn wir uns einfach vor das Fenster stellen oder wenn wir jemanden vor das Fenster stellen, ob frontal nach draußen geguckt, nach innen geguckt oder seitwärts, so wie die Steffi hier gerade momentan steht, da kann man halt sehr schön sehen, dass das Licht auf ihrer linken Seite schön hell ist und auf der rechten Seite immer dunkler wird. Das gibt einen schönen Schattenverlauf, der sich von oben diagonal rechts nach unten bewegt und das ist halt ein schönes Licht- und Schattenspiel, das wir hier veranstalten können. Das gibt sehr spannende Bilder. Wir brauchen keinen Blitz, wir brauchen kein Dauerlicht, wir brauchen weder einen Aufheller. Wir arbeiten hier nur mit dem Fensterlicht. Das Wetter draußen ist schlecht. Wir haben hier recht dunkle Wolken und das Licht ist dadurch sehr diffus. Es ist ein sehr weiches Licht, was eigentlich für die Fotografen so ziemlich das schönste Licht ist, was man draußen haben kann. Auch wenn für die meisten Leute natürlich das Sonnenlicht und der blaue Himmel wirklich toll und angenehm ist. Es ist aber auch ein sehr hartes Licht. Bewölkte Tageszeiten sind angenehme Lichtsituationen, die wir nutzen können, um schöne Bilder zu erzeugen. Gerade dann auch, wenn es um die Schwarz-Weiß-Fotografie geht, denn das werden wir auch heute machen. Die Bilder, die ich heute mache, werden nur Schwarz-Weiß-Bilder sein. Ich finde, Schwarz-Weiß sind Bilder, die sprechen einfach so ein bisschen aus der Seele. Es sind sehr, sehr schöne Bilder und die Schwarz-Weiß-Fotografie ist eins meiner absoluten Lieblingsfotobereiche, die ich sehr gerne fotografiere und deswegen werden wir uns heute um die Schwarz-Weiß-Fotografie kümmern. Da kommt das alles noch ein bisschen besser zur Geltung. Ja? Vielleicht hat man ja zu Hause nicht immer unbedingt tolle Farben. Es können unterschiedliche Farben sein. Schwarz-Weiß ist alles neutral. Ja? Und das macht das einfach alles. Es passt. Es passt einfach. Ja? Okay. Wie gesagt, wir kümmern uns heute hier um das Fensterlicht. Mit Fenstern sind schöne Effekte machbar. Und diese Effekte sieht man dann immer sehr gut. Zum einen, das Model hat etwas Dunkles. Wir haben hier eine dunkle Decke und in dunklen Bereichen sind, wenn man hier durchkommt, Spiegelungen direkt hier am Glas besser zu sehen, als würde sie jetzt was Weißes tragen. Weiße Sachen, da sind so gut wie gar keine Spiegelungen drin, da müsst ihr dann einfach mal gucken. Ihr nehmt ein Fenster, egal welches Fenster das ist. Ja, wenn ihr ein bisschen Platz habt, wir haben jetzt hier nicht viel Platz, das sind so ungefähr 2 Meter, kann auch ein bisschen weniger sein. Die Steffi könnte auch direkt hier vorstehen, das wäre überhaupt nicht so das Problem. Guck mal gerade ein bisschen näher. Und da kann man halt ohne Probleme halt schauen. Wir können das Fenster natürlich hin und her bewegen. Das bedeutet, die Spiegelung, die wir hier drin sehen, ist direkt das Abbild von dem, was hinter mir ist. Ja? Und das bedeutet, wenn wir das Fenster drehen und bewegen, dann sehen wir in der Spiegelung entweder hier was von den Pflanzen, die Couch, den Tisch, je nachdem, was uns da vielleicht ein bisschen besser gefällt. Ja? Ich habe hier noch ein paar Vorhänge hängen
und eine Stehlampe, die habe ich ein bisschen verrückt, die steht normalerweise hier in der Mitte. Die habe ich jetzt einfach mal hier hingestellt. Ich habe noch so eine schöne Fernbedienung. Da wollen wir noch nicht aufstehen, wir sind ja ein bisschen bequem. Und diese Lampe kann man auch noch mit reinnehmen. Also ich muss also nicht nur mit den Spiegelungen hier arbeiten, sondern ich kann mir noch mehr Störer hier reinholen. Störer einfach deswegen, weil das sind Sachen, die in der Unschärfe verschwimmen. Ja, ich werde ein bisschen Tiefe damit erzeugen. Wir haben einmal die Steffi als Hauptmotiv, wir haben das Fenster mit der Spiegelung und wir haben noch einen vorderen Bereich. Ja, also ist das hier der vordere Bereich, das hier der mittlere Bereich und Steffi ist der letzte Bereich. Das ist unsere Tiefe im Bild, die wir erzeugen. Und je mehr wir da haben, desto besser wird das eigentlich. Wenn ich die Lampe jetzt noch ein bisschen davor stelle, dann strahlt sie gegen das Fenster. Und dadurch bekommen wir auch das, die Lampe als Spiegelung ins Fenster mit rein. So. Wir werden uns das jetzt einfach mal angucken. Und dann werde ich mal kurz ein Bild machen und dann zeige ich euch direkt, wie das Ganze aussieht. Drehe ich noch ein bisschen? Nee, andere Richtung, zum Fenster hin. Genau, noch ein bisschen. Gut, sehr schön. So kannst du bleiben. Ja, sehr schön. Ja. Durch Vor und Zurück können wir entscheiden, wie nah und wie weit weg wir sein wollen. Wir können ein bisschen gucken, ob wir den Rahmen reinnehmen oder ob wir den Rahmen rauslassen. Und ich zeige euch jetzt mal gerade das erste Bild. Okay, 3, 2, 1. Sehr schön. So, ihr seht jetzt das allererste Bild eingeblendet. Wir haben hier noch keine große Spiegelung. Das hängt auch davon ab, wo ich mich hinbewege, wenn ich mehr drin bin oder wenn ich mich halt rausbewege. Dadurch verändert sich das Spiegelbild immer permanent. Hochformat sieht auch immer ganz gut aus. Machen wir jetzt auch mal kurz. Schaff. Dreh noch ein bisschen. Sehr schön. Darauf zu achten ist auch immer nicht nur, wo geht die Spiegelung hin, sondern bin ich als Fotograf auch selber in der Spiegelung drin zu sehen. Wenn ich mich direkt davor stelle und dann ein Bild mache, ich mache es mal gerade, jetzt sieht man das ganz gut. Ja. Jetzt so wie hier, da bin ich natürlich total drin zu sehen, das kommt nicht so gut, das ist unprofessionell, sagt man, ja. Deswegen ein bisschen seitlich stellen, damit man schön die Spiegelung, den Spiegelungsverlauf sich im Fenster angucken kann. Mit der Tür ein bisschen hin und her wackeln. Wie sieht das aus? Ein bisschen schräger dahin stellen. Ja, das ist sehr schön. Sehr schön. 3, 2, 1. Und dann haben wir richtig schöne Bilder. So, das ist die Fenstervariante. Wir können die Steffi auch noch auf die andere Seite stellen. Wir können natürlich beide Seiten benutzen. Wir müssen nicht immer Raum haben. Wenn wir uns hier hinstellen, dann haben wir die Spiegelung halt von draußen. Da haben wir zwar eine große Wand und ein anderes Haus vor uns, das ist aber nicht schlimm. Denn ich kann ja das Fenster ein bisschen drehen und bekomme so die Möglichkeit, das Haus ein bisschen rauszunehmen. Ja? Nicht unbedingt viel, aber in den meisten Fällen kann man das auch so machen, dass es ein bisschen in der Unschärfe verschwimmt. Und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Denn wenn ich hier schön auf die Steffi scharf stelle, dann wird die Spiegelung, je näher ich dran bin, auch unscharf. Ja? Wir arbeiten hier mit Blende 2.0. Ich habe eine ISO von 250 und eine 60. Sekunde. Ist hierbei kein Problem, es noch in der Hand zu halten. Ich habe eine 50 mm Festbrennweite. Und laut Faustformel, wenn ich die Brennweite durch 1 nehme, dann kommt da 50 eben bei raus. Und das ist dann auch in der Regel meine Verschlusszeit. Und daher, das kann man so ungefähr nehmen. Ja? So, gucke ich nochmal. Sehr schön, so bleib mal. Sehr schön. 3, 2, 1. So, hier sieht man das jetzt auch ganz gut. Die Spiegelung ist in der Unschärfe, Steffi ist in der Schärfe. Sie guckt durch die Gardine durch und durch die Lampe. Und dadurch bekommen wir halt einen richtig schönen Effekt. Wir können das nochmal kurz in Hochformat machen. Auch noch sehr gut aus. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Bleibt so 3, 2, 1. Sehr schön. Oh, das ist auch ein richtig schönes Bild. Ja, so, und das sind halt die Möglichkeiten, mit der wir hier ein bisschen spielen können. Ich habe noch eine andere Variante für euch. Das sind nicht nur Fenster, sondern das sind noch Elemente. So, wir können zum Beispiel Bilder nutzen. Ich habe gerade gesagt, wir können auch die Pflanzen nutzen.
Wir gehen jetzt nicht zu den Pflanzen, wir werden jetzt einfach mal zu den Bildern rübergehen. Dadurch schwenke ich gerade die Kamera mal eben einmal rüber. Geh mal kurz zum Fenster, Steffi. Ach, zum Fenster sage ich, zum Bild. So, ich stelle das jetzt gerade mal hier so hin. Okay, da müsste man das ganz gut sehen. Ja. Ich hoffe, euch macht das nicht so sehr viel aus. Ich weiß, das ist nicht gerade das Professionellste, dass man die Kamera ein bisschen selber dreht, aber ich finde es ein bisschen, ich finde es echt, mir gefällt das halt und ich mag das. Wir sind hier in einer echten Situation drin und ich will euch da auch nicht irgendwie, ne? Also, okay, wir haben jetzt hier ein richtig schön, ein schönes großes Bild. Das hat vielleicht nicht jeder. Es gibt natürlich auch kleine Bilder, das weiß ich. Aber man muss einfach mal ein bisschen gucken. Man stellt eine Person einfach mal vor so ein Bild. Ja? Also auch wenn es klein ist, ja, dann einfach mal davor stellen und möglichst nah mit der Kamera rangehen. Man kann ja auch ein Close-up machen. Nur vom Gesicht sieht auch sehr schön aus. Man muss da einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen spielen. Ich habe mich hier mal auf eine Leiter gestellt, denn die Steffi steht auf der Couch drauf. Und damit ich auf der Augenhöhe bleibe, so ziemlich ungefähr, werden wir deswegen hier jetzt von hier oben fotografieren. Ich mache das mal gerade. Ja, sehr schön, bleib so. 3, 2, 1. Was auch noch ganz gut ist, darauf zu achten, dass sie im Bild nicht immer genau in der Mitte steht. Ja? Versucht sie ein bisschen woanders zu positionieren. Ich habe euch ja in dem letzten Video die Rasteransicht gezeigt. Ich habe hier eine Rasteransicht mit 9 Feldern und oben links zum Beispiel auf dem Kreuz, das wäre das obere Drittel. Und unten auf dem Kreuz, da ist man in dem sogenannten goldenen Schnitt, bewegt man sich dann da drin. Ja? Und diese Bilder sind laut Mona Lisa zum Beispiel ist extrem schön. Also wir betrachten das als sehr schön. Das sind gut gezogene Linien, die den Betrachter halt das ganze Bild angenehmer ansehen lassen. Und auch ästhetischer. Ja? Oh, das sieht auch sehr schön aus, Steffi. 3, 2, 1. Also, warum nicht mal eine Person ruhig links im Bild positionieren, rechts im Bild, unten links, oben rechts, wie auch immer, einfach mal so ein bisschen spielen. Man muss nicht auch unbedingt immer auf Augenhöhe sein, man kann auch zum Beispiel einfach mal ein bisschen nach unten gehen. Ich mache das hier auch gerade mal. Geh einfach mal hier hin und versuche sie so einzufangen, dass das Bild halt zu sehen ist und nicht irgendwie noch eine Ecke oder irgendwie sowas. 3, 2, 1. So, okay. Und das sind halt so ein paar Sachen, mit denen kann man arbeiten, mit denen kann man sich ein bisschen versuchen. Wir können ja gleich nochmal was machen. Steffi, leg dich doch nochmal kurz hier hin mit dem Rücken da dran. Ich stelle die Kamera gerade noch ein bisschen zurück. Kann man das noch ein bisschen besser sehen? So. Okay. Ich habe sie jetzt so positioniert, das Licht kommt jetzt auch von hinten. Bei dem Bild kam das Licht auch von der Seite. Ja? Und sie bekommt dadurch einen schönen Helligkeitsverlauf von rechts nach links. Hier ist genau das, der gleiche Fall. Man muss jetzt ein bisschen darauf achten, wie man ihr Gesicht auf dem Bild zeigt. Wenn sie nach hier guckt, ja, wenn das Gesicht komplett nach da ist, dann hat sie natürlich nur hier an der Seite Licht. Das ist nicht schlimm, solange wir von da fotografieren. Fotografieren wir aber direkt von da, fehlt uns hier das Licht schon wieder. Deswegen kann man ein bisschen gucken, dass man von etwas weiter mehr links, nicht direkt von da fotografiert. Da muss man dann einfach ein bisschen gucken. Man kann mit der Kamera auch versuchen, zum Beispiel mit der Belichtungskorrektur zu arbeiten. Oder einfach die Verschlusszeit bzw. die Blende oder eventuell auch hier die ISO. Wir haben hier relativ dunkel, die ISO einfach mal so weit hochzustellen, dass sie trotzdem eine Aufhellung bekommt. Wir haben hier im Hintergrund das Fenster. Wir haben das Fenster, wir haben die Steffi und ich stehe zum Beispiel da vorne. Das wäre also ein Fall, von hinten kommt Licht. Das Licht muss so herbe, auch also so hart oder so viel aufgehellt werden, dass sie von vorne trotzdem eine Aufhellung bekommt. Denn sonst wäre der Vordergrund absolut dunkel. Wir arbeiten hier ohne Reflektor, also müssen wir versuchen so zu arbeiten, dass wir so viel Licht nach vorne bekommen, dass die vordere Seite trotzdem aufgehellt wird. Dadurch wird das Fenster zwar weiß, aber das ist nicht schlimm, es kann einen sehr schönen Effekt haben. Den zeige ich euch gleich mal. Wir fangen jetzt hier von hier an und werden mit dem Licht arbeiten. Die Steffi wird zu mir gucken und wir machen dann da, genau, Kaffeetasse. Das sind auch so ein paar Sachen, die kann man noch mit als Accessoire nehmen. Sie hat eine Decke zum Beispiel um sich herum, sie wirkt damit halt schön feminin und die Kaffeetasse ist auch so ein kleines Gimmick.
Okay, ich lehne mich jetzt hier einfach mal nach vorne. Okay, sehr schön, passt. Passt jetzt schon, wollte gar nicht viel sagen. 3, 2, 1. So, das ist schon ein Bild, das sitzt jetzt schon eigentlich schon fast perfekt. Wir haben hier ein Foto. Wie gesagt, sie hat den Helligkeitsverlauf von rechts nach links. Sie hat Schatten im Gesicht, sie hat Lichtkanten im Gesicht, sie hat normale, weichere Lichtverläufe auf dem Arm, auf dem Kopf, im Gesicht, an der Wange. Und das ist spannend. Es sieht super aus. Ja? Und gerade in Schwarz-Weiß, das gibt den Ganzen nochmal so richtig was. Das macht einfach Bock. Macht das, ja? So, man kann jetzt sich auch noch ein bisschen nach links bewegen. Da kann man ein bisschen gucken, da kann man ein bisschen spielen. Sehr schön. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Fällt mir auch sehr gut. Und da kann man einfach mal gucken. Nur wichtig, immer dabei schön zu beachten, das Licht kommt von hier schräg rein, trifft sie genau hier. Hier hat sie Schatten. Nicht, dass sie zu weit nach links guckt. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, ja, dass sich das Model nicht zu weit vom Licht wegbewegt, damit man die Spannung im Bild behält. Ja, ich gehe noch mal einmal kurz hier rüber. Dann könnt ihr noch mal ganz schnell den Vergleich sehen. Okay, ich setze mich einfach gerade mal hier hin. Ich habe hier noch eine Blume, da kann man vielleicht auch noch mal versuchen, so ein bisschen durchzufotografieren. Und wenn ich jetzt, wie gerade schon gesagt, sie ist jetzt von vorne ziemlich grau. Ich mache jetzt einfach mal ein Bild. Ich mache nochmal gerade eins. 3, 2, 1. So, jetzt seht ihr halt sehr schön, dass sie von vorne total grau ist. Okay, und wenn wir jetzt einfach mal auffällen, richtig, geht es einfach mal, wir werden jetzt einfach mal mit der ISO hochgehen, ja, auf 800 oder auf 1000, dann wird das Fenster im Hintergrund weiß. Machen wir die Augen zu, Schatz. 3, 2, 1. Sehr schön. Und jetzt haben wir unsere Überstrahlung von hinten, aber halt eben auch die Auffällung von vorne, ja. Sie ist von vorne jetzt richtig schön aufgehellt. Sie hat trotzdem noch eine Lichtkante, die an den Haaren entlang geht. Das Fenster ist schön weiß. Wir haben eine ganz tolle Überstrahlung. Ich finde diesen Effekt richtig cool. Ja? Und nur weil etwas überstrahlt ist, bedeutet das nicht, dass das Bild automatisch gleich schlecht ist. Ja? Also das sind künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Es muss nicht immer haargenau richtig korrekt belichtet sein, sondern es kann auch einfach mal ein bisschen surrealer sein. Ja, ein richtig guter Spruch dazu ist eigentlich, lerne die Regeln wie ein Profi, aber brech sie wie ein Künstler. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Like das Video, abonniert den Kanal, teilt es auf Facebook mit euren Freunden, ich würde mich sehr freuen. Ich habe mich schon sehr gefreut über viele Kommentare und Anregungen, die ihr mir gegeben habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächstes Mal hier wieder, auch wieder mit Available Light, falls mal wieder schlechtes Wetter draußen ist und wir auf die Wohnung bzw. aufs Zuhause zurückgreifen müssen. Und lasst euch mal überraschen, was beim nächsten Mal kommt. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.